young and in love in New York City. Do not know who I... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Lösdau Live Haul. Ganz viele fiebern da schon mit auf Instagram und auf YouTube, wann der endlich online kommt. Heute ist es soweit. Ich war nämlich bei Lösdau und habe nämlich die Aufgaben, die ihr mir gestellt habt, habe ich probiert zu lösen. Manche Aufgaben haben nicht geklappt, aber das werdet ihr jetzt halt gleich bei dem Video sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen. Zeigt es mir, dass es euch gefällt. Dann werde ich natürlich weitere solche Videos für euch drehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, die erste Aufgabe ist, stell dich in die Mitte des Stores und dreh dich um. Gehe dann 20 Schritte geradeaus und dann 10 nach links. Das erste Produkt, was dir in die Augen springt, nimmst du. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und jetzt heißt es, 10 Schritte nach links. Jetzt gehen wir 10 Schritte nach links und das, was mir dann als erstes in die Augen fällt, das nehmen. Nach links. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt schaue ich einfach mal. Ich sehe auch schon eins. Okay, Leute. Schaut euch bitte diese Schabracke an. Julia, halt mal bitte die Kamera so. Ich muss mal kurz, Julia ist meine Assistentin für heute. Schaut euch diese Schabracke an. Ist sie nicht wunderschön? Und schaut mal mit dem Glitzer. Okay, also meine erste Aufgabe, würde ich sagen, habe ich gemeistert. So, die nächste Aufgabe ist, kaufe etwas, was du schon immer haben wolltest. Also ich muss ehrlich zugeben, ich wollte schon immer mal so ein Sattelpad haben, weil ich einfach von der Optik her das mega schön finde. Ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal ein Pferd, wo das hier drauf ist, weil es schaut richtig schön aus. Ich habe das euch auch bei meinem Lösdau Follow Me Around Video gezeigt. Falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, werde ich ihn euch unten in die Infobox verlinken. Oder ihr drückt jetzt rechts hier oben, ist so ein kleines I, da kommt ihr auch direkt zum Video. Da habe ich euch nämlich auch dieses Pferd gezeigt. Aber ich gehe jetzt auch gleich darüber und zeige es euch nochmal hier in diesem Video. Auf jeden Fall stehen wir jetzt gerade schon hier vor den Sattelpads, wie ihr sehen könnt. Und wie gesagt, ich wollte schon immer so eins haben. Und deshalb entscheide ich mich aber diesmal für ein graues. Es gibt es auch in schwarz. Es gibt es auch in so einem schönen Blau. Aber ich glaube, ich nehme dieses Grau. Wobei schwarz schaut auch schön aus. So, ich habe mich jetzt doch entschieden. Erst wollte ich das Graue haben, weil das Pferd das nämlich in Grau anhat. Aber ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden. Schwarz und weiß. Weil ich mir denke, passt irgendwie zu mehreren Sachen. Oder Julia? Ja. Ich glaube, Julia meint es auch. Auf jeden Fall. Und deshalb nehmen wir dieses Pad heute mit. Stuck in a world. Die nächste Aufgabe, kaufe etwas, was man im Winter immer gebrauchen kann. Und da habe ich mir überlegt, jetzt wo es richtig kalt wird und der Popo natürlich auch kalt wird, habe ich mir gedacht, kaufe ich mir so ein, ja, wie so ein Sattelpad, nur quasi für den Sattel obendrauf. Und ja, jetzt gehen wir mal dahin zu diesem Überzieher, sage ich jetzt einfach mal. Und da gibt es nämlich auch verschiedene Farben, wie ihr sehen könnt, grau, weiß. Ich glaube, schwarz hätte es auch mal gegeben. Aber ich glaube, ich nehme hier dieses Weiße. Das Grau schaut auch süß aus, oder? Ich zeige es euch mal. So schaut das Graue aus. Und hier hinten, so könnt ihr das dann einfach festmachen. Müsst ihr einfach mal schauen. Also ich werde es auch auf jeden Fall mal abchecken. Hier sind auch solche Laschen, wie ihr sehen könnt. Und dann kann man das hier so einstellen. Aber ich nehme das nicht in dem Grau, sondern in diesen Natur, würde ich jetzt einfach mal sagen. In der weißen Farbe nehme ich das einfach mal mit. Und ich finde, das kann man auch immer gut gebrauchen im Winter. Und deshalb, ich habe letzten Winter schon gesagt, dass ich sowas haben möchte. Und diesen Winter nehme ich es mir auf jeden Fall mit. Jetzt sind wir wieder unten. Und hier habe ich die nächste Aufgabe. Und zwar, kaufe ein Einhornprodukt. Und ich habe vorhin schon Einhornprodukte gesehen. Und zwar vom Pummel-Einhorn. Und da gehen wir jetzt halt mal schnell hin. Sun on the face, lots of the city, maybe. Just learning to be on my two feet. I can only imagine. I'll say the words. Und zwar habe ich mich hier für dieses Produkt hier entschieden. Das ist wahnsinnig glitzerig. Und zwar
Pummel-Einhorn-Feenstaub. Und hier seht ihr das kleine Einhorn hier oben drauf von Pummel-Einhorn von Equest. Und ihr wisst, ich liebe Glitzer und das ist ein Pferdeglanzsprayer, deshalb muss das auf jeden Fall mit. So schaut schon unser Einkaufswagen aus und jetzt kommt natürlich dieses Glitzerspray bzw. Einhornprodukt auch mit rein. Aufgabe ist. Also liebe Niki, du hast ja schon so viele Sachen für dein Einhorn. Ja, vor allem jetzt habe ich umso mehr Sachen wieder gekauft. Deswegen kaufe für dich mal was, wie zum Beispiel ein Helm, eine Reithose oder Punkt, Punkt, Punkt. Viel Spaß. Vielen Dank für den Kommentar. Ich habe wirklich, der Wagen ist voll und ich habe bis jetzt echt nur Fauni-Sachen. Für mich habe ich jetzt noch keine Sachen, aber das werden wir jetzt halt ändern, denn ich brauche auf jeden Fall für den Winter Schuhe. Deshalb ist es eine super Aufgabe und ich würde sagen, wir gehen jetzt halt mal zu den Schuhen hin. Ich habe auch schon welche gesehen mal im Internet und wenn die da haben, würde ich die super gerne mal anprobieren, um zu schauen, wie die so sind. Und deshalb marschieren wir jetzt mal zu den Stiefeln. So, und ich glaube, dass es genau diese Stiefel hier waren, die ich unbedingt anschauen wollte. Ah nee, weil ich suche nämlich gefütterte Schuhe. Wow, die sind auch richtig schön. Schaut mal bitte die Stiefel hier an. Auch diese mit diesem Muster. Gefällt euch sowas? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schauen wir mal, wo die sind. So, ich habe jetzt gerade so Stiefel gefunden. Die schauen so aus. Und es sind extra für Winter. Weil die sind nämlich hier so ein bisschen gefüttert. Ich zeige euch das jetzt mal. Schaut, da sind die so ein bisschen gefüttert. Seht ihr? Schauen doch relativ schick aus, oder? Ich habe jetzt gerade den ersten an und ich muss ehrlich sagen, dass ich den nicht so cool finde. Und es sind halt doch 170 Euro. Und wenn dem einen nicht taugt, finde ich, dann sollte man das lieber lassen. Also ich schaue jetzt noch einen anderen Schuh an, aber der... Ich bin ehrlich, der taugt mir leider nicht. Also Stiefel habe ich jetzt keine gefunden. Ich wollte hier eigentlich Winterschuhe mir kaufen. Julia macht gerade Probesitzen. Julia sitzt hier Probe einfach mal. Und, ist gut? Sehr gut. Fühlt sich sehr gut an. Das setzen wir gleich am Montag auf die Pferde. Ja, Julia hoppelt jetzt hier so ein bisschen noch entlang. Unser Einkaufswagen füllt sich, weil Julia hat nämlich... Wie heißt es? Schuhe gefunden. Es sind Schuhe für den Winter. Es sind wunderbar gefütterte, alltagstaugliche. Also ich kann sie eigentlich für alles anziehen. Ja, Julia. Ja, mit Fell innen, wunderschön. Und Sohle und Schaft. Die schauen wirklich schön aus. Aber wie gesagt, ich bin halt einfach ein Stiefelmensch. Und wir haben da einfach es gibt solche, ja? Ansichten. Es gibt solche und solche einfach. Geschmacks. Jeder hat einen anderen Geschmack. Richtig. Und jeder fühlt sich im anderen... Schuh wohl und aber ich bin es halt nicht. Ist halt schade, dass deine Stiefel nicht da waren, ne? Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass der Jahrhundertwinter nicht so schnell kommt. Ja, weil wir haben jetzt gerade nämlich gehört, dass es ein Jahrhundertwinter geben wird. Es gibt ja hier auch wahnsinnig viel Schuhauswahl. Der Schuh wird es sicherlich wann anders geben, weil der Winter kommt. Und da müssen wir gewappnet sein, ne, Julchen? Wir so, brauchen ja... Gummistiefel und ziehen schon dicke Socken an. Ja, genau. Ein super Tipp von der Julia für euch auch. Kauft euch Gummistiefel und natürlich warme Socken. Ja, natürlich. Und die mit dem besten Muster, damit man nämlich bei Dunkelheit auch gesehen. Genau. Also, Fluoreszieren. Genau, sehr schön. Nagel. Schaut mal auch den Stiefel an. Ja, leck. Der sieht schon hammer aus. Der schaut auch geil aus. Richtig schön. Taugt mir auch. Ist so außergewöhnlich. Genauso wie dieser hier. Die nächste Aufgabe ist, kaufe das günstigste Halfter, was du finden kannst. So, wir haben schon das günstigste Halfter gefunden. Allerdings ist es jetzt halt nicht so schön. Julia, zeig mal eins. Genau, also wir haben jetzt halt hier, Julia hat gerade eins rausgefischt. Das kostet, glaube ich, 4,99 €, gell? 3,99 €, also das ist wirklich das günstigste. Also die Aufgabe haben wir auf jeden Fall gemeistert. Aber weil es eben nicht so schön ist, habe ich mich jetzt halt für dieses hier entschieden. Und das werde ich dann auf Instagram verlosen. Schaut mal bitte, wie süß, auch mit diesen Nieten hier. Too many days walking around sleeping, open my eyes, I'm tired of dreaming.
Wir haben jetzt die nächste Aufgabe und zwar kaufe ein Winterprodukt für Fornita. Und da ich ja schon mal die Sattelgurte angeschaut habe mit dem Lammfell, gehen wir da jetzt halt einfach mal hin, weil ich mich ja für die interessiere, für den Kurzgurt. Und dann schauen wir mal, ob die Größe da dabei ist. So, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, gab es von dem Sattelgurt nicht mehr die Länge, die ich haben wollte. Deshalb habe ich die Aufgabe sozusagen nicht erledigen können, weil ich habe nämlich den Sattelgurt, also den Kurzgurt, habe ich in 55 und da fängt es eben erst ab 60 an. Und da muss ich einfach mal im Internet schauen, ob es den dann im Internet bei 55 gibt. So, die letzte Aufgabe konnte ich ja nicht erfüllen, aber jetzt geht's weiter und zwar mit der nächsten Aufgabe. Und zwar kaufe die auffälligste Gerte. Und da gehen wir jetzt halt mal hin und schauen uns mal die Gerten an. Wir schauen gerade bei den Gerten und Julia hat auch schon die erste verrückte Gerte hier rausgezogen. Eine kleine Zirkusgerte. Schauen wir mal, ob es noch verrückter geht. Das ist jetzt halt die verrückteste Gerte, die wir gefunden haben, beziehungsweise die uns netterweise gezeigt worden ist. Als Zuckerstab wurde die uns jetzt verkauft und so kaufen wir die jetzt auch. Gäbe es auch. Oha, die ist auch krass. Julia, eine Bambusgerte. Aber nein, nein, wir haben uns jetzt halt für diese hier entschieden und ich glaube, die Aufgabe haben wir auch richtig gut gemeistert. Ihr Lieben, mein Lösdau-Live-Haul ist vorbei. Ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen. Es hat super viel Spaß gemacht, den zu drehen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Und vergesst auch nicht, jetzt auf Instagram vorbeizuschauen. Mein Instagram-Account, wie gesagt, werde ich euch hier einblenden. Also unbedingt vorbeischauen. Auch in der Infobox werde ich diesen verlinken. Und bald wird natürlich auch ein Lösdau-Haul folgen. Da zeige ich euch nochmal alle Produkte, die ich gekauft habe. Und falls ihr mein Follow-Me-Around-Video noch nicht gesehen haben solltet, werde ich den euch auch unten in die Infobox verlinken und aber jetzt auch hier bei dem i, also einfach hier oben draufklicken, dann kommt ihr direkt zum Video.